Dieselbe Formulierung wie in Offenbarung 14, Vers 7. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde der Verantwortung ist gekommen. Und betet an, der gemacht hat, Achtung, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist. Wortwörtliches Zitat in Offenbarung 14. Was will Gott der Menschheit sagen, wenn er der ganzen Menschheit sagt, fürchtet doch endlich mich, nehmt mich doch wahr als Schöpfer. Es ist doch euch zum Guten. Er sagt es, weil die Menschheit den Sabbat vergessen hat. Den Tag, den Gott gemacht hat, damit sie Identität haben und damit sie Verantwortung haben in dieser Welt und sie tragen wollen. Und dann heißt es, und Gott ruhte am siebten Tage darum, Achtung, die Worte darum und denn sind sehr wichtig, darum segnete er, der Herr, den Sabbattag und heiligte ihn. Und heiligt heißt nichts anderes als, er hat ihn genommen und hat ihn abgesondert von all den anderen Tagen. Er hat ihn einfach abgesondert. Er hat gesagt, das ist mein Tag, den habe ich für euch gemacht, damit ihr nie vergesst, wer ihr seid. Aber wir haben vergessen, wer wir sind. Die Evolution untergräbt die Bibel. Und das ist der größte Angriff auf Gott, den es in der ganzen Geschichte der Erde gibt. Die Evolution. Und jetzt mag mancher von uns sagen vielleicht, aber ich glaube gar nicht an die Evolution. Dann möchte ich die Frage stellen. Glaubst du und hältst du den Sabbat? Denkst du an den Schöpfer und an den Tag, den er gemacht hat? Wenn nicht, dann bist du ein Opfer der Evolution. Manchen mag das vielleicht zu einfach sein, wie ich diese Rechnung hier aufschlüssle. Aber das ist die Konsequenz aus dem, was wir eigentlich heute erleben in der modernen Welt. Wir haben heute eine Woche, die eigentlich nichts anderes ist, die in ihren ganzen Strukturen, ihrem Rhythmus abgeguckt ist, aus dem römischen Kalender, wo jeder einzelne Tag einem bestimmten römischen Gott geweiht war. Der Samstag, im Englischen heißt er Saturday, kommt eigentlich von dem Saturntag. Sonntag kommt von dem Sonnentag. Das ist deswegen, weil die Römer die Sonne verehrt haben als höchsten Gott. Genauso wie die Ägypter, genauso wie die anderen großen Religionen. Und die ganzen Tage haben alle einen Bezug auf irgendwelche Götter. Aber Gott erinnert uns und er sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Zeit ist gekommen, endlich aufzuwachen. Warum wollen wir länger uns auf ein menschengemachtes System stützen? Warum? Das Wesensmerkmal im Sabbat selbst ist nichts anderes als die Beziehung zwischen Gott und mir. Nichts anderes. Der Sabbat ist nicht irgendein Tag der Woche, so wie viele glauben. Sagen, ich ruhe einmal in der Woche aus. Ich habe meinen Tag, wo ich ausruhe. Das ist nicht irgendein Tag. Es geht nicht nur darum, dass ich meine Beine hochlege und meine Füße schone oder... Es geht darum, dass dieser Tag mich in eine besondere Beziehung zu Gott bringt. Es ist ein Zeichen der Beziehung, dieser Tag. Es ist ein Zeichen der Loyalität gegenüber Gott. Der Sabbat und unsere Erlösung hängt so eng miteinander zusammen wie der Vater und der Sohn selbst. Der Sabbat ist in der Bibel ein Zeichen der Herrschaft Gottes über die Schöpfung. Und wenn du und ich ein Teil der Schöpfung sind, dann ist er auch Herr über dich und mich. Ja oder nein? Ist er das wirklich? Herr über mich? Im Hebräerbrief wird uns ein wunderbarer Text gesagt. Und es wird uns gesagt, dass wir von Gott eine Anzahlung bekommen haben, einen Vorschuss.
Paulus schreibt ja an die Hebräer in Kapitel 4, Vers 9, es bleibt noch eine Ruhe, eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Wovon spricht er hier? Lesen wir mal weiter in Vers 10, dann sagt er, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Wer zur Ruhe gekommen ist, der findet diese Ruhe hier. Die Menschheit hat heute alles, nur keine Ruhe. Und wir wissen, dass das wahr ist. Wir haben nicht wirklich Ruhe. Wir sind gehetzt, getrieben. Wir kommen nicht mehr wirklich zu den wesentlichen Dingen unseres Lebens. Die Familie steht immer hinten an. Gott steht immer hinten an. Meine Zeit, die ich brauche für die wesentlichen Dinge des Lebens, stehen immer hinten an. Zeit für die Natur, um dort zu erkennen, dass Gott ein Schöpfer ist, stehen immer hinten an. Wir haben Zeit für Arbeit, für Spaß, für Beruf, aber wir haben kaum noch Zeit, zur Ruhe zu kommen. Gott hat uns in Christus gerettet, darüber haben wir gesprochen. Er ist unser Erlöser. Am Kreuz starb er den Tod, den wir verdient hätten. Heute haben wir das Kreuz als Erinnerung an was? Wir haben das als Erinnerung, dass Gott uns unsere Bestimmung gegeben hat. Und so wie das Kreuz hat Gott einen Tag aufgerichtet, an dem wir wissen, dass er uns Ruhe vorbereitet hat. Hier und in der kommenden Welt. Die Sabbatruhe ist ein Zeichen des Vertrauens, meines Vertrauens zu Gott. Und jeder, der sagt, Gott ist mein Herr, mein Schöpfer, der sollte doch sich in die Schöpfung einordnen und nicht selber seine eigenen Regeln fabrizieren. Nachdem Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, schloss er die Augen und starb. Und was tat er dann? Er ruhte. Wann? Am Samstag, am Sabbat. Er wurde am Freitag gekreuzigt und er ruhte im Grab. Selbst da hat Gott darauf geachtet, dass die Menschen sich nicht darum kümmern müssen, wenn er gekreuzigt wird und stirbt, dass er zu einem anderen Zeitpunkt anderen Arbeit macht und selber. Es ist wunderbar, dass hier in der Schöpfung wirklich Millionen von gläubigen Menschen dadurch auf der ganzen Welt ihr Vertrauen zu Gott ausdrücken, dass sie Gottes Gebote beachten. Die Gebote sind das sichtbare Zeichen, dass man Gott wirklich vertraut. Nichts anderes. Die Frage ist, wollen wir uns Gott anvertrauen und das, was er für uns gemacht hat, damit wir sicher und glücklich leben können? Zu allen Zeiten hielten die Gläubigen den Sabbat als Tag der Ruhe. Und Johannes lädt uns ein, nachzudenken über diesen Text. Jesus spricht hier im Johannesevangelium, und das sehen wir, dass die Gebote nichts anderes sind als der Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Er sagt, wenn ihr mich liebt, Liebe ist der Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Er sagt, wenn ihr Beziehung zu mir habt und mich wirklich liebt, dann werdet ihr diesen, meine Gebote, halten. Alle. Auch das Sabbatgebot. Denn Hesekiel sagt in Hesekiel 20, Vers 20, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen sein zwischen mir und euch, damit ihr, was? Damit ihr wisst, das Gegenteil davon von vergessen ist Wissen. Damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Deswegen habe ich euch meine Sabbate gegeben, ihr sollt sie heiligen, damit ihr das wisst, dass ich der Herr bin. In Vers 12 haben wir das Gleiche. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, wozu? Zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Welchen Gott willst du lieben? Den Gott der Schöpfung oder den, den du dir selber gemacht hast? Wenn du dich einfügst in die Schöpfung, in die Ordnung der Schöpfung, dann sagt Jesus, dann werdet ihr meine Gebote halten.
Gott möchte seine Heiligkeit durch Jesus mit uns teilen und deswegen hat er uns diesen Tag gegeben. Denn an diesem Tag, und das ist der wichtigste Punkt vielleicht, den wir heute Abend erkennen können, an diesem Tag wird unser Charakter geformt. Der Sabbat erinnert uns daran, dass das der einzige Tag ist, an dem wir uns wirklich ganz öffnen können für das, was Gott an uns tun will. Lassen Sie mich zum Schluss etwas sagen, was ich immer wieder höre und da kurz drauf eingehen will. Ich höre immer wieder das Argument von Personen, die sagen, ja, Moment, aber das kommt ja nur darauf an, wo man loszählt, dass man auf den Sabbat kommt. Manche zählen halt da los und manche zählen da los. Ich habe hier ein Zitat gefunden von einem protestantischen Autor und er schrieb Folgendes. Gern wird eingewandt, dass der Sabbat ja nicht zum jüdischen Gesetz zählen würde, sondern zu den 10 Geboten. Dies ist zwar grundsätzlich richtig, doch spricht das 4. Gebot nicht vom Samstag, sondern vom 7. Tag. Die meisten Menschen, insbesondere meine adventistischen Geschwister, bedenken jedoch dabei nicht, dass es allein von der Zählweise abhängt, welcher Wochentag der 7. ist. Wenn man mit dem Montag zu zählen beginnt, ist nämlich der Sonntag der 7. Tag. Oh, welche Logik! Wollen wir mal den Test machen, ob das funktioniert? Also wir zählen, der Sabbat ist der Tag, wo wir anfangen zu zählen, bei 1 beginnen und wo wir bei 7 aufhören, das ist der Sabbat, okay? Das ist eine tolle Logik. Als ich 95 geheiratet habe, die Regine, da habe ich mir nicht eine Minute überlegt, mit wem ich in die Flitterwochen fahre. Mit wem würden Sie in die Flitterwochen fahren, wenn Sie frisch verheiratet sind? Angenommen, Ihre Frau hat 6 Schwestern. Meine Frau hat nur 2 Schwestern. Die Bettina und die Dorothee. Aber angenommen, Regine hätte 6 Schwestern. Mit wem sollte ich in die Flitterwochen fahren? Vorschlag? Jetzt nichts Falsches sagen. Natürlich mit meiner Frau, das ist eine dumme Frage, ja? Da antwortet man gar nicht drauf. Aber es kommt doch nur darauf an, wo man anfängt zu zählen, was die richtige Entscheidung ist, oder? Also zählen wir mal. 1, 2, 3. Okay. Fangen wir mal anders an. 1, 2, 3. Es ist absurd zu behaupten, dass es darauf ankommt, wo man zählt, dass man zum 7. Tag kommt. Mit wem fahre ich in die Flitterwochen? Mit der Frau meiner Erwählung. So ist es mit dem Sabbat. Er sagt, Tatsache ist natürlich, dass nur die Juden so zählen. Also als Jude dürfte ich mit meiner Schwägerin in die Flitterwochen fahren. Stimmt das? Es ist absurd, was die Menschen heute denken über den Sabbat. Wer hat den Tag erwählt? Gott. Und wenn er sagt, 7, das ist er, der 7. Tag, der Schabbat heißt. Und Schabbat heißt auf Deutsch was? Es heißt auch Ruhe. Aber es kommt von der hebräischen Wurzel Sheva. Und Sheva heißt 7. Gott hat diesen Tag erwählt und hat gesagt, das ist mein Tag. Das ist meine Frau. Gehen wir einfach zum Punkt, denn ich glaube, wir verstehen, worum es hierbei geht bei dieser Frage. Es geht nicht darum, wo ich beginne zu zählen, sondern wer hat erwählt. Und wenn Gott den Tag erwählt, wer darf hier in diesem Raum sagen, aber? Wer darf dann hier in dieser Stadt sagen, aber? Keiner hat das Recht dazu, denn er hat es für uns getan. Jesus Christus ist der Herr über den Sabbat. Und wenn er der Herr über den Sabbat ist, und es wird in der Bibel 3-mal gesagt, dass er der Herr ist, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Er ist der Herr und er darf bestimmen, nicht wir. In 108 Sprachen in der Welt ist es versiegelt, dass der 7. Tag der Sabbat ist und nicht ein anderer Tag. Italienisch, Sabato, Russisch, Subota, Polnisch, Sobota,
Lateinisch, Kongo, Sabado, Osmanisch, Yom es Sabt, Tag der Ruhe, Tag, der siebte Tag, Georgisch. Wir können schauen, wohin wir wollen, Asien, überall, Malaysisch, Hari Sabtu, Swahili, Asabt, Davak in Borneo, Sabtu, Armenisch, Kurdisch, egal wohin wir schauen, Französisch, überall in der Welt sehen wir, dass der Samstag der Sabbat ist. Es ist Gottes heiliger Tag. Menschliche Tradition sagt uns, wir wählen den Tag, den wir wollen. Gott sagt, nein. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seiner Verantwortung ist gekommen, des Gerichts. Mein letztes Zitat heute Abend, da heißt es in einer katholischen Kirchenzeitschrift, der heilige Tag, der Sabbat, wurde von Samstag auf Sonntag verändert, ohne irgendeine Grundlage der Heiligen Schrift, sondern auf der Grundlage ihres Empfindens der eigenen Macht. Niemand in der Bibel wird einen Text finden, der sagt, wir sollen aufgeben, was Gott gesagt hat. Hören wir mal, was die katholische Kirche sagt. Menschen, die denken, dass die Schrift die einzige Grundlage sein sollte. Darf ich mal fragen, wer glaubt, dass die Bibel die einzige Grundlage meines Denkens, Glaubens und Handelns ist? Wer glaubt das hier? Die katholische Kirche sagt, die sollten siebenten Tags Adventisten werden und den Sabbat halten. Und da haben sie recht. Und Jesus sagt das Gleiche. Er sagt, ich werde alles verändern, was ich mal gesagt habe. Stimmt's? Nein, ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Und er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr auch meine Gebote halten. Liebe Freunde, der Sabbat bringt uns jede Woche einmal ein Stück Eden nach Hause in unser Heim. Und viele wissen es gar nicht. Ein Stück Ewigkeit in das Heim. Der Prophet Jesaja sagt uns, dass wir nicht nur in der Vergangenheit sehen, dass Gott den Sabbat gemacht hat zu seiner Ehre, sondern dass wir auch in der Gegenwart und in der Zukunft den Sabbat halten werden. Schauen wir uns noch zum Schluss den Text an, in Jesaja 66, 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, so spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Bestand haben. Wir wollen Zukunft haben. Und er sagt hier in Vers 23, und alles Fleisch, was meint er damit? Alle Menschen werden einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und das sagt er, als er über die neue Erde spricht, in Jesaja 66. Wir werden auf der neuen Erde den Sabbat halten. Und ich freue mich darauf, weil dieser Tag ein ewiges Zeichen ist, ewiger Gemeinschaft. Es ist ein Tempel in der Zeit. Der Sabbat ruft uns zur zeitlichen Gemeinschaft mit Gott. Der Sabbat ist ein Vorschuss auf unsere Ewigkeit. Und ich freue mich auf diesen Tag, wo wir in diese Ruhe eingehen, die vorhanden ist. Heute Abend gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder, das war alles nichts Neues für uns und wir kennen das und haben uns in unserer Vergangenheit schon entschieden, diesen Tag zu halten. Und diesen Sabbat als Tag zu sehen, der Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Dann möchte ich uns einladen, vielleicht Gott darum zu bitten heute Abend, dass er uns diesen Tag neu und mit neuer Schönheit bewusst macht. Damit dieser Tag nicht einfach nur ein Tag ist in der Woche, wo wir sagen, ja, da machen wir dies nicht und das nicht. Die andere Option ist, dass vielleicht jemand von uns heute Abend sagt, das meiste habe ich noch nie gehört oder das ist für mich neu.